Leomascher und ApoRed mit einem neuen Format. Marcel Scorpion zeigt uns, wie man WhatsApp-Pranks faked. Und Hey Aaron hat eine ziemlich interessante und lustige Umfrage. Jo Leute, was geht? Euer Danny the Greg in the house. Ich grüße euch wieder recht herzlich in meinem neuen Video. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und ja, ApoRed und Leon Mascheri haben ein neues Format gegründet. 24 Stunden eingesperrt lautet das Ganze. Und in ihrem ersten Video wollten sie sich in eine McDonald's einsperren lassen. Jetzt fragt sich natürlich jeder normal denkende Mensch, welcher McDonald's macht für 24 Stunden zu? Das Publikum eines Leomascher oder ApoRed haben sich aber eine ganz andere Frage gestellt. Hat normalerweise nicht McDonald's 24 Stunden offen? Naja, jedenfalls, Leomascher und ApoRed gehen in einen McDonald's, dann geht's nach oben, wo sie sich in einer Toilette einschließen und dort warten, bis der McDonald's geschlossen hat. Irgendwann dann, als das Licht dann aus ist, gehen sie runter, wo auch dann die Alarmanlage angegangen ist. Anscheinend gibt es dort Bewegungsmelder. Schnell geht es dann nach draußen und das Lustige an der ganzen Sache ist, dass währenddessen noch einer von den beiden gesagt hat, jo, eigentlich wollte ich mir noch ein leckeres Bürgerchen da machen und reinziehen. Natürlich hat McDonald's, wenn sie dann schließen, aber doch alles dort liegen, so dass, falls mal jemand einbricht, auch direkt einen leckeren Burger vorfindet. Das Kuriose an der ganzen Sache ist, dass irgendwann ein Leomascher uns erklärt, bevor er natürlich gesagt hat, so Leute, für diese krasse Aktion, bitte sprengt den Like-Button, bitte! ApoRed fügte noch hinzu, ja, für diese krasse Aktion müsst ihr den Like-Button sprengen. Übrigens könnt ihr das vielleicht auch für mich tun. Danke, Leute. Nun ja, Leomascher erklärt uns dieses 24-Stunden-Format, was anscheinend kein richtiges 24-Stunden-Format ist. Freunde, nicht vergessen, die Videos heißen einfach 24 Stunden einsperren irgendwo. Heißt nicht, dass wir unbedingt auch 24 Stunden bleiben. Das sind dann vielleicht manchmal 7 Stunden, 5 Stunden. Das heißt einfach nur, wir sperren uns einfach irgendwo ein. Kann auch sein 12 Stunden oder so. Das sind nicht unbedingt manchmal 24 Stunden. Hör auf mich zu verarschen, Alter. Aber auch ein Simon Desue. Ein Simon Desue denkt sich natürlich auch, hey, ich mache ein 100 Schichten Cheeseburger Challenge Video. Geht dann zu McDonald's, will sich dann auch die 100 Cheeseburger kaufen, merkt aber, dass es eigentlich viel zu teuer ist dort in Australien und sagt, hey, ich hole mir nur 50 Cheeseburger. Später sagt er in seinem Video, wir haben tatsächlich hier noch 4 Stück übrig. Das heißt, wir haben 46 Schichten Cheeseburger bereits. 100 wäre unmöglich, kann man jetzt schon mal sagen. Aber trotzdem werde ich im Titel schreiben, 100 Schichten Cheeseburger. Ja, aber man muss da ein bisschen mal gucken, wo man bleibt. Hast du überhaupt gelernt, Alter? Was laberst du? Natürlich schreiben wir da nicht drauf, dass der Film nur 10 Minuten geht. Wir schreiben drauf, der Film geht 180 Minuten, kassieren sogar für Überlänge 1 bis 2 Euro extra. Und muss ja keiner wissen, dass es sich hier um einen 10-Minuten-Film handelt. Nächstes Thema, Marcel Scorpion. Der gute alte Marcel Scorpion. Warum hast du mich immer noch auf Twitter blockiert eigentlich, du alter Schwimmbus? Ich mag dich doch. Jedenfalls hat Marcel Scorpion ein Video gedreht, um uns zu zeigen, wie anscheinend die meisten Leute ihre WhatsApp-Pranks faken. Gesagt, getan, er hat das Ganze natürlich dann auch ausgeführt und am Ende uns auch erklärt, dass es sich hierbei um einen Fake gehandelt hat. Er wollte nur demonstrieren, wie die meisten Leute anscheinend ihre WhatsApp-Pranks fake. Naja, Marcel, eigentlich dachte ich, du wolltest mit gutem Content die Leute entertainen. Das Lustige an der ganzen Sache ist, dass Marcel Scorpion am Ende des Videos sogar gesagt hat, es ist ein gestellter Prank. Es ist ein gestellter WhatsApp-Prank. Versteht das bitte nicht falsch. Trotzdem haben anscheinend seine Zuschauer oder ein Teil seiner Zuschauer es nicht begriffen und ihn trotzdem ein wenig gehatet. Woraufhin der gute Marcel Scorpion ein weiteres Video gedreht hat mit einem Bademantel. Wolltest du etwa vielleicht da den Tanzverbot nachmachen? Naja, Marcel Scorpion ist anscheinend Zeuge seiner eigenen Zuschauerschaft geworden, dass selbst seine eigenen Fans zum Teil ein wenig, ich sag mal, verblödet sind. Und das ist jetzt die perfekte Einleitung, um zu meinem letzten Thema zu kommen, und zwar Hey Aaron. Hey Aaron war in Berlin unterwegs und hat den einen oder anderen mal auf der Straße gefragt, was denn so aktuell für einen Wahlkampf laufen würde. Und ich meine, lange Rede, kurzer Sinn, seht selbst. Ihr kennt doch sicher die Dame. Ja, wer ist denn das? Wer ist denn das?
Angela Merkel. Wer ist das? Wer wird? Angela Merte. Angela Merte. Kennst du die Dame? Ursula von der Leyen. Weißt du, wie die Ureinwohner der USA heißen? Aber nee, das sind von Australien. Aborigines? Nee. Aborigines? Nein. Das war's für mein Video gewesen. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt einen Daumen nach oben oder subscribe, motherfuckers, den Channel für weitere solcher lustigen Videos. Ich hoffe, der eine oder andere nimmt es nicht zu ernst oder nicht zu persönlich. Es handelt sich natürlich hier um ein wenig Entertainment und Comedy, ein wenig, ich sag mal, Berichterstattung und that's it. Wer Lust und Laune hat, kommt heute um 21 Uhr auf meinen Livestream auf Twitch. Danny the Greek TV, ich werde wieder ein wenig World of Warcraft zocken und mit euch ein wenig die eine oder andere Frage beantworten, ein wenig plaudern über Gott und die Welt. Ja, das war's von mir. Das Wetter ist, ich kann es euch nicht sagen, denn es ist inzwischen dunkel, aber mein Name ist Danny the Greek und ich bin offline.